Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Hockey Ultimate Team hier bei Because Gaming is Fun mit mir, eurem Sascha. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir sind hier noch immer in Division 5 unterwegs, beziehungsweise wir sind hier gerade erst reingestartet. Unser erstes Spiel haben wir gewonnen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr wie, aber wir haben gewonnen. Das ist das Entscheidende. Wir gehen direkt rein ins nächste Spiel und schauen mal, was uns dort erwartet. Der Gegner wird erstmal ermittelt. Und wir bekommen als Gegner, man weiß es noch nicht, er wird immer noch ermittelt. Noch immer. Ja, jetzt darf es gerne mal vorangehen. Hallo, wollt ihr mir jetzt sehen? Ah, Seite wird ausgelost, ich wollte schon gerade sagen. Spielt keine NHL heute oder was? Wir spielen gegen HD Hockey. Haben wir schon mal gegen den gespielt? Der kommt mir bekannt vor. Lazy 88. Alles klar. Auf ein gutes Spiel, mein Junge. Mal gucken, was der Typ drauf kann, genau. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber jetzt gehen wir erstmal rein ins Spiel mit John Tavares, Patrick Kane und Max Pacioretty. In der ersten Reihe, in der Verteidigung Ryan Suter und Drew Doughty, im Tor Jonathan Quick. Er hat einen Jaromir Jagr, er hat einen Barkov, okay. Gewinnt sein erstes Bulli schon mal. Okay, warte mal. Ich wollte gerade sagen, das ist gerade nicht so geil. Und das war ein Scheißpass. Möchte ihn vielleicht mal jemand aufhalten? Dankeschön. Kane mit dem Passversuch wird abgefangen, bekommt ihn darum selbst wieder, verliert ihn aber auch wieder. So, John Tavares zu Kane. Der hämmert einfach mal drauf gegen Elliott, aber war jetzt nicht das größte Problem für den. Ah, Pacioretty, gegen drei Leute muss er den Puck dann doch abgeben. Ryan Suter bringt den Puck zu John Tavares wieder. Der geht rein ins Angriffsdrittel. Wird aufgehalten, scheinbar fair. Was ist das denn jetzt für ein schlechter Witz? So einer geht rein? Ernsthaft? Wow. Also da fällt mir nichts zu an. Ein Matt Zuccarello macht das 1-0. Mit der Rückhand irgendwie gegen den Rücken von Quick und dann trudelt er über die Linie. Das... Was war das? Fuck. Trying to go to Kucherov. Chicago's carrying through along the boards. Speared along by Barry. Drives to the crease. Oh, what a terrific save in close. You want to score goals, you have Barry wird aufgehalten. You gotta find a way to put it in the net. So, aber jetzt Cronwall. Mit Geschwindigkeit vorbei an seinem Verteidiger. Henrik Zetterberg. Mit dem guten Versuch. Allerdings nicht ganz erfolgreich. Cronwall jetzt wieder. Zu Okposo. Der wird am Schuss gehindert. Und das ist eine lächerliche Strafe. Aber gut, gehen wir in Unterzahl. Mal gucken, wie wir uns da schlagen. Patrick Kane mit einem guten Schuss da. Oh! Kopitar über das Tor. Aber will dem mal jemand den Puck abnehmen? Das wäre äußerst nett. The goalie makes himself look big.
Ich komme gerade nicht auf. Oh, fuck. An den Pfosten, beziehungsweise an die Latte. Das war gefährlich. Haben wir Glück gehabt. Andererseits wäre es auch frech gewesen, wenn das ein Tor geworden wäre. Ja, musst du jetzt unbedingt nochmal... Wir wollen uns deine Wiederholung nicht angucken. Ja, dann bleibt meinetwegen im Pausemenü. Ist mir wurscht. Ah, fuck. Der Schachzug ging nach hinten los. Hey, dann warte ich jetzt die Pause ab. So, Kapitän Bulli. Gegen weiß ich nicht, wen von ihm. Henrik Zetterberg kommt raus aus dem Verteidigungsdrittel, geht rein ins Angriffsdrittel. Oh. Zetterberg mit einer guten Chance gegen seinen Elliot. Ach komm, dass so ein Check schon wieder nicht trifft. Ey, ich krieg ihn nicht vom Puck getrennt, wenn er im Angestrittet ist, wa? Wow. Ja. Chicago's organizing back in the defensive zone. Carried through the middle. Great poke check. Ja, auf jeden Fall great poke check. Keeps it going in their own end. Possession taken up by Ekman Larson. Two guys together with force. Das war ein äußerst merkwürdiger Pass. Aber gut. Wow, bist du jetzt. Was war das denn hier schon wieder für eine Aktion? Drives to the net. Oh, terrific save on a great chance. Seems like he was in too tight on the goaltender. So, Pass zu Zach Parise. Der geht rein ins Angriffsdrittel und kommt nicht an gegen seinen Allen. Pass Puck abgefälscht. Geht leider nicht aufs Tor. Und wir werden wohl aus dem ersten Drittel mit einem Rückstand gehen. Ich hoffe mal, wir lassen den bei 1. Dankeschön. Oh Gott, das läuft absolut nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Aber noch haben wir Zeit. Wir haben noch zwei Drittel. Mal gucken, wie es weitergeht. Tavares gegen Barkov am Bulli. Tavares verliert das wieder. Der Check trifft nicht. Der Check auch nicht. Das ist doch lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich, dass solche Dinger reingehen. Wollt ihr mich verarschen? Meine Güte, ey. Da kann ich mich nur drüber aufregen. Was ist denn das für ein Placement von Quick? Boah, ich krieg ein zu viel. Chicago's in possession as they travel in the defensive zone. It's an odd man rush. It's a 3-on-2. That rush is broken. The puck is scooped up by Zebra. So langsam wird's echt lächerlich, ey. Meine Güte. Oh, und überspringen doch diese fucking Unterbrechung. Er regt mich richtig hart auf. Meine Güte. Ich muss zur Ruhe kommen, sonst wird das eh nichts. Ah, Kopitar, beinahe hätte er einen Puck bekommen. Ja, kein Stockschlag, sehe ich genauso. Und so einer geht nicht rein. Es ist ein Witz, was bei mir Strafen sind, was bei ihm nix ist. Was war das denn jetzt? Wie kann das denn jetzt abseits gewesen sein? Wieso waren dabei von mir noch einer im Angriffsdrittel drin?
Oh Mann, ey. Eieieiei. 13:34 noch zu spielen im zweiten Drittel. Wir liegen mit 2:0 hinten. Meine Leute wollen nicht zum Puck gehen. Warum sollten sie auch? Wo war das denn? Save by Quick. Sag mal. Ich kriege ihn nicht vom Puck getrennt. Das ist der Shit. So, Claude Drew. Puck ist weg. Snapping a pass to Gaudreau. Ja. Der wäre beinahe schon wieder drin gewesen. A missed opportunity from this close in. Pass attempt to Parisi. Was war das denn schon wieder für ein Move? Chicago's wow, what a hit. What a mean spirited hit. He'll be taken to task for that one. Held up against the boards. Ja, und den kriegt sein Spieler. Ist richtig. Alter Schwede, ey. Das Spiel machen wir schon wieder fertig. Wieso ist der Puck jetzt... Und das ist eine Behinderung! Ey, was ist denn los? Ja, hat das... Ey, dieses Spiel... Das hier hat nichts mit gerechter Verteilung zu tun jetzt gerade. Meinetwegen soll er führen. Aber nicht mit so einem Bullshit. Das ist doch Kacke. Ja, Puck. Was macht ihr da gerade? Wieder kein Stockschlag. Und, jupp, natürlich das 4-0. Ich bin gerade nah am Rage Quit, Leute. Dieses Spiel regt mich gerade richtig hart auf. Alter Schwede. Chicago's continuing on in the defensive zone. Now it's directed to Hall. Possession reestablished in the neutral zone by Perry. Save! Outstanding glove save! Looking to Huberdeau. Naja, so ein Check trifft auch wieder nicht. Puck controlled by Huberdeau. Shoots! Oh, and he missed the net! Great idea, but he just missed the net. Shoots! Acrobatic stop by Quick. Quick's looking awfully confident after that outstanding stop. I'm sure he's looking to make a little bit. Mann, ey. Jetzt, wo ich frei aufs Tor hätte laufen können, ist das Drittel zu Ende. Ja, 4-0 nach dem zweiten Drittel. Pff, fällt mir nichts zu ein, Leute. Es fällt mir einfach nichts zu ein. Meine Güte, ey. Schon lange nicht mehr so aufgeregt. Ja. Das sah komplett korrekt aus, wie er das gemacht hat. And the puck taken over by Huberdeau. Enormous collision. Suter's had a lot of hits in this game, Doc. You don't usually see that from him. Jabbed away by Kane. Drives to the crease. He's through. Ich kriege ihn nicht vom Puck getrennt. Das ist der Shit. That's gonna happen. There's not a lot of room there. He just missed the shot. Chicago's looking to head in up the wing. Ja.
Let's go, Richter. Say. Why? Ich komme nicht drauf klar gerade. Es sind doch keine Strafen. Was ist denn los? Guck mal, ich kriege ihn auch nicht zum Stolpern gebracht. Egal, was ich versuche. So, Corey Perry mit dem 4-1. Meine Güte. Warum hat das jetzt so lange gedauert? Alter Schwede, ey. There's not a lot of time left in the game, but maybe they can fine-tune a few things for next time. Up the wing, making some headway. Great job. Slips on by. Outstanding point-blank save. You talk about cutting down the angle. Perfectly executed by the goaltender. Wie geht sowas schon wieder? Drives to the net. Moving it to Zetterberg. Nice move to shake on through. Das war scheiße gespielt von mir, das gebe ich zu. Will ich meinen. No hesitation at all, Doc, by the official to make the penalty shot call on the trip from behind. Und eine 2-Minuten-Strafe gibt es dafür ja bitte wohl auch noch, ne? Oh Gott, Zetterberg. Ey, das... Das Tor war quasi leer. Wie kann Zetterberg da auf den Torwart schießen? Chicago's in their own end and in possession and gathered in by Taylor Hall. Marvelous save. Yo, Dory fährt am Puck vorbei. Edmund Larson's lost it. He better get back. Und das ist eine Strafe gegen mich? Was? Wo? Was? Ja, wo? Ach so. Ach, das ist so ein Witz schon heute. Ich kann heute nicht mal mehr richtig reden. In this situation, you have to hit the net. Sometimes it's best just to fire right at the goaltender. Long way to go and not much time to do it. Goudreau's tripped up. That should be a penalty. Ja, leg dich noch mehr aufs Maul. So, warum pausierst du jetzt? Dieses Spiel. Heute macht's mich richtig fertig. Heute will's mich nur verarschen. So, was macht er denn jetzt? Ja, schön, gib eine Strafe fürs Beinstellen. 5 gegen 3 für 20 Sekunden. Yay, Spaß, Freude. So, und Dowdy macht hier beinahe den Anschluss in Unterzahl. Fuck, der Check ging daneben. War äußerst ärgerlich. Ja, Zetterberg fährt am Puck vorbei. Warum sollte er ihn auch mitnehmen? Ryan Suter zu Arnse Kopitar. Der hämmert einfach mal drauf. Knapp am Tor vorbei. In on the 2-on-2, can they get reinforcements here? Chicago's penalty kill must be inspired. So, Suter zu Ekman Larsson. Der mit einem richtig beschissenen Pass schon wieder. Wurde aber auch komplett für ihn natürlich gestört da. Ja. Could not be filtered through a strong play by Ekman Larsson. Shoot! Ja, kann dieses Spiel bitte zu Ende sein? Das war kein Stockschlag, sehe ich auch so, mein Jung. Alter Schwede, können wir den nicht jetzt... Mann!
Was war das denn jetzt schon wieder für eine Physik, für ein Physikfehler? Meine Güte, ey. Ja, und so ein einfacher Pass kommt nicht an. Ich krieg ein zu viel, ey. Ich krieg einfach ein zu viel heute. Ja, jetzt überspring den Scheiß. Leute, es tut mir leid, dass ich jetzt so aggro bin, aber dieses Spiel ist einfach nur mies. Ja, ja. Es sind keine Stockschläge. Das ist ein fucking schlechter Scherz. Und er ist zu bescheuert, das normale Tor zu treffen. Er hat noch nicht ein ordentliches Tor geschossen. Er macht nur Scheißdinger. Und das ist auch wieder keine Behinderung. Wow, jetzt kriegen wir noch für 10 Sekunden Powerplay. Ey. Oh Gott. Jones gets an interference minor. 2 minutes. They win the draw. And it's nabbed by Conner. Ja, das war auf jeden Fall auch ein faires Manöver von meinem Mann. So, Gott sei Dank ist es vorbei. War einfach nur der Horror. Meine Güte. Ja, wir kriegen ein paar mehr Münzen durch Happy Hour Bonus. War aber halt unsere erste Niederlage in Division 5. So. Das war ein absolutes Dreckspiel. Ich brauche ein bisschen Ruhe jetzt. Darum danke ich euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr noch nächstes Mal wieder einschaltet. Haut rein. Bis die Tage. Ciao.